Yo, und willkommen zurück zu einem weiteren Testhand-Video. Am Sonntag hatte ich einen Deck-Befall gemacht, und zwar zu den Zeitdieben. Wenn ihr möchtet und das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das Ganze natürlich nachholen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ansonsten würde ich sagen, beginnen wir einfach mit den Testhänden. Bevor ich das Ganze jetzt hier mischen werde, möchte ich noch einmal hier auf die Field Center eingehen. Die habe ich nämlich von Yu-Gi-Oh! Hobbyliga bekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn ich das Ganze nicht vergesse, werde ich das hier verlinken. Ansonsten checkt deinen Kanal aus, lasst ihn gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich freuen, ihn natürlich aber auch. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Testhand. Mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die ersten Testhände hier, beziehungsweise die erste Testhand, gute Karten bekommen. Sieht auf jeden Fall schon mal echt nicht verkehrt aus. Erstmal haben wir so Normisam, die sehr gut ist, und ein Ixis Rutsch-Delefin, beziehungsweise einen weiteren Beschwörungsmönch noch. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ich würde sagen, beginnen tun wir mit dem Regulator. Ist so die Starterkarte im Deck. Wenn wir kein Monster kontrollieren, können wir ihn jetzt als Tribut anbieten. Und dann zwei Zeitdieb-Monster von unserem Deck in die Verteidigungsposition spezial beschwören. Das Ganze wird jetzt hier sein, erst einmal die Urkrone und das Lünettenschiff. Bei der Urkrone triggert sich eigentlich der Effekt, da wenn er normal oder spezial beschworen wird, wir uns eine Zeitdieb-Karte auf die Hand nehmen können. Und dort würde ich euch empfehlen, entweder jetzt hier Flyback zu nehmen oder natürlich auch die Konterkarte, die ich jetzt einfach mal nehmen werde, da sie halt ein Negate gegen Zauber- und Fallenkarten ist, was natürlich nicht verkehrt ist. Dann machen wir weiter, und zwar würde ich sagen, dass wir... Denkmal in Betriebnahme aktivieren. Damit können wir nämlich jetzt, also mit der Betriebnahme, können wir ein Zeitdieb-Monster von unserer Hand spezial beschwören. Dort nehmen wir den Kronkorder, so, und dann würde ich sagen, dass wir den Kronkorder nehmen und das Lünettenschiff, diese beide einfach mal überlagern und uns dann ein Wiederholer specialen. Dann aktiviert sich der Effekt von den Exis Rutsch Delfin. Und wenn halt ein Exis-Monster auf unsere Seite spezial beschwören wird, können wir diese Karte halt auch spezial beschwören. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir hier den Effekt vom Wiederholer, um ihn halt aus dem Spiel zu entfernen. Wir können ihn, nämlich seinen Schnelleffekt halt aktivieren. Ein der Materialien abhängt, also bis zu drei Materialien. Und abhängig davon, welches, also welchen Typen das Material hatte, hier in dem Fall haben wir jetzt so oder so nur Monster, dann verbannt er sich bei Monstern. Bei Zauberkarten können wir eine ziehen, bei Fallenkarte können wir sogar noch eine Karte des Gegners halt auf den Friedhof legen, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. Des Weiteren können wir mit Lünettenschiff zum Beispiel von einem Exis-Monster ein Material abhängen und dieses da, also sie dann halt spezial beschwören, verbannt sich allerdings, wenn sie ja das Spielfeld halt wieder verlässt. Ist aber nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel überlagert. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt hier mit den Rutsch-Delefin und der Urkrone die einfach mal überlagern. Für die Perpetur machen wir natürlich hier in die Verteidigungsposition und die kann erst einmal während der Stand-by-Phase können wir ein Material von dieser Karte abhängen und dann ein Zeitdieb-Monster in unserem Friedhof halt wählen, die es dann ja beschwören. Und dann hat sie noch einen Schnelleffekt, der mehr oder weniger, wie ich finde, ein bisschen relevanter ist. Und zwar kannst ein anderes Exis-Monster wählen, das du kontrollierst, hänge eine Zeitdieb-Karte von unserem Deck oder der Hand, glaube ich sogar, oder? Ne, nur von dem Deck, okay, halt an sie ran, ist aber noch besser. Weil von dem Deck können wir zum Beispiel noch eine Fallenkarte ranhängen. Hier in diesem Fall aber die Konterkarte hängt sich, nachdem wir sie aktiviert haben, auch noch an unsere Exis-Monster ran. Daher würde ich sagen, nehmen wir da eine Zauberkarte. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit, dass wir halt die Zeitdieb-Zurückdrehung halt setten, unseren Negate gegen Zauber- und Fallenkarten. Dann während der Endphase, kommt unser Zeitdieb-Wiederholer wieder. Wenn der Gegner halt dran ist, während der Stand-by-Phase, können wir zum Beispiel halt ihren Effekt aktivieren. Ich glaube, man kann sogar beide Effekte aktivieren, wenn ich mich nicht irre. Ich habe noch vergessen, dass ich das Lünettenschiff verbannen muss. Sorry. Und ja, wir können beide Effekte aktivieren, wenn ich mich nicht irre. Nur einmal, genau. Also erst einmal können wir während des Stand-by-Phase mit Wiederholer die oberste Karte des Decks an ihn ranhängen. Wenn es ein Zauber der Fall ist oder halt ein Monster, können wir je nachdem halt auch noch Effekte aktivieren. Des Weiteren können wir halt mit der Karte während des Stand-by-Phase, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann ein Zeitdieb-Monster im Friedhof wählen, außer Perpetur halt. Beschwörungsmonster als Spezialbeschwörung. Und dann hat sie noch einen Schnelleffekt. Machen wir aber gleich einfach mal nach und nach. Erstmal hänge ich hier den Rutsch-Delefin ab, weil der hat gleich auch noch einen Effekt, wenn ich mich nicht irre. Und genau, also wenn ein Exis-Monster auf unserer Seite spezialbeschworen wird, solange sie halt im Friedhof ist, können wir sie spezialbeschwören.
Das geht dann natürlich, wenn wir ihn wieder verbannen und er wiederkommt, kann man das Ganze sehr gut kombinieren. Und ich würde sagen, wir holen uns einfach mal ja, den Regulator, haben wir ein Monster mehr auf dem Spielfeld für nächste Runde, je nachdem, ob es überlebt oder halt nicht. Dann werden wir das so machen, dass wir ihren zweiten ja, Schnelleffekt aktivieren und damit eine Zauberkarte von unserem Deck an ihn ranhängen werden. Dort nehme ich jetzt einfach mal in Betriebnahme oder Inbetriebnahme, weil diese Karte kann im Friedhof zum Beispiel auch noch was machen, was ja doppelt Win-Win-Situation ist, wenn man es so sagen kann. Und während das den Bayface kann er, wie gesagt, vom ja, obersten Deck des Gegners oder die oberste Karte des Decks vom Gegner an sich ranhängen. Im besten Fall jetzt in dem Moment gerade ein Monster, weil dann haben wir mit dieser Karte, wenn der Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert, können wir diese halt annullieren. Und dann Zurückdrehung hängt sich hier an ihn ran. Des Weiteren können wir dann natürlich seinen Effekt aktivieren. Und drei Materialien, beziehungsweise bis zu drei Materialien und halt mit unterschiedlichen Typen abhängen. Bei Monster, wie eben bereits schon erwähnt, kann sich diese Karte bis zur Endphase verbannen. Bei Zauber dürfen wir noch eine weitere Karte ziehen. Haben wir jetzt auch gerade. Und des Weiteren, Falle, lege eine offene Karte, die dein Gegner kontrolliert, auf das Deck. Und kombiniert mit dem Wiederholer ist das natürlich ziemlich cool. Dann, ja, soweit haben wir Perpetua komplett ausgereizt. Wenn der Gegner dann, sage ich mal, noch ein Monster oder wir halt ein Monster daran rangehangen bekommen haben, was oben auf seinem Deck war, können wir sie halt aktivieren. Sie erstmal verbannen, wenn es ein Monster war. Des Weiteren halt Zurückdrehung, eine offene Karte des Gegners halt auf dem Friedhof legen. Vorher haben wir sie natürlich noch aktivieren können, indem wir eine Zauber- oder Falle-Karte halt annullieren können. Des Weiteren, da Inbetriebnahme auf dem Friedhof gelegt wurde und das eine Zauberkarte ist, können wir noch eine Karte ziehen. Und sogar noch eine Handtrap nachziehen mit DD-Krähe, was natürlich nochmal doppelt so gut ist. Und das soweit zum ersten Testhand-Video. Ich hoffe, ich habe das Ganze ja soweit ganz gut erklärt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Testhand und schauen mal, ob wir eventuell sogar noch Appaloosa plus halt noch ein Xyz-Monster aufs Spielfeld bekommen von den Zeitdieben. So, an sich kann man das Ganze eigentlich vergleichen mit den Salamangreats, weil die suchen sich ja auch mehr oder weniger die Konterfeinkarte raus, macht dieses Deck ja eigentlich auch. Von daher, ja, eigentlich mehr oder weniger echt ein gutes Deck, muss ich ehrlich sagen. Und die Hand sieht hier auch wieder eigentlich sehr gut aus. Und zwar holen wir uns erstmal den Beschwörungsmönch, der dreht sich halt wieder in die Verteidigungsposition. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir seinen Effekt, werfen den Hacker ab, um ja, ein Monster der Stufe 4 von unserem Deck spezial zu beschwören. Dort würde ich euch eigentlich immer die Urkrone empfehlen, weil wenn diese Karte halt spezial beschworen wird, können wir uns noch eine Zeitdiebkarte von unserem Deck auf die Hand nehmen. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, entweder halt Zurückdrehung oder Inbetriebnahme. Mit der können wir jetzt noch einmal Kronkorda zum Beispiel specialen. Und mit Zurückdrehung, wie eben schon bereits in der ersten Testhand, haben wir halt einen weiteren Negate. Und dann haben wir natürlich hier noch Instant Fusion. Daher würde ich jetzt einfach mal Inbetriebnahme nehmen. Dieses Mal werden wir das so machen, dass wir statt direkt in ein Xyz-Monster zu gehen, diese beiden halt weglinken zu werden, also die Urkrone und den Mönch, für unser Strickschaf. Und das Coole ist jetzt, wir haben Instant Fusion am Start, wodurch wir seinen Effekt leicht triggern werden. Und zwar aktivieren wir Instant Fusion, um uns halt den Schlammdrachen zu specialen. Der, wenn er in die Zone von Strickschaf beschworen wird, hat Strickschaf halt nochmal einen weiteren Effekt. Wenn nämlich ein Fusionsmonster in seine Zone spezial beschworen wird, dürfen wir ein Monster der Stufe 4 von unserem Friedhof halt spezial beschwören. Dort nehme ich jetzt einfach mal die Urkrone und natürlich mussten wir mit Instant Fusion 1000 Lifepoints zahlen, aber ich denke mal, das sollte jeder wissen. Und dann als nächstes werden wir jetzt die Urkrone und den Schlammdrachen hier überlagern. Dort könnt ihr jetzt natürlich auch zum Beispiel in den Abyss-Bewohner gehen, der halt ein Negate ist gegen Friedhofseffekte, was natürlich sehr wichtig ist oder halt auch sehr gut. Oder wir gehen halt im Wiederholer, was ich jetzt einfach mal machen werde. Und dann haben wir natürlich noch Inbetriebnahme, indem wir halt den Kronkorda specialen können. Leider können wir eigentlich jetzt mehr oder weniger damit nichts anfangen, weil wir jetzt kein Monster haben, was wir damit quasi weglinken können etc. Von daher würde ich sagen, legen wir die einfach mal verdeckt. Und dann können wir unseren Zug abgeben, wenn das den Bayface, kann der Wiederholer natürlich wie die oberste Karte des Decks an sich selber halt dranhängen. Und des Weiteren kann er dann halt seinen Schnelleffekt aktivieren, um halt sich zu verbannen. Oder halt, wenn es eine Zauber- oder Fallenkarte war, noch andere Effekte aktivieren. Soweit dazu. Ich würde sagen, da das jetzt hier ein mehr oder weniger Standardfeld ist, weil den Wiederholer kriegt man eigentlich immer aufs Spielfeld,
würde ich sagen, machen wir jetzt sogar noch eine dritte Testhand und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann kommen wir jetzt hier zur letzten Testhand und hoffen einfach mal, dass wir hier mehr oder weniger ein gutes Feld hinlegen können. Zweimal Call by the Grave ist auf jeden Fall hier schon mal gut gegen Handtraps. Ich würde sagen, wir machen das Ganze so, dass wir Beschwörungsmönch Norman werden. Der dreht sich halt wieder in die Verteidigungsposition durch seinen eigenen Effekt. Aktivieren seinen Effekt, schmeißen Call by the Grave ab. Specialen von unserem Deck. Die Urkrone würde ich jetzt sagen, wobei... Nee, ich würde sagen, wir nehmen Lünettenschiff. Denke ich mal, das sollte besser sein. Ja doch, wir nehmen Lünettenschiff, Leute, weil wir die Urkrone halt schon auf der Hand haben. Wenn das Ganze hier vom Beschwörungsmönch durch Ash quasi verhindert werden sollte, haben wir natürlich Call by the Grave. Das hier natürlich auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Und ich würde sagen, wir überlagern jetzt erstmal den Beschwörungsmönch und halt das Lünettenschiff und gehen halt wieder ganz standard auf den Wiederholer. Dann können wir von unserer Hand die Urkrone aktivieren. Hängt ein Material ab. Hier würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das Lünettenschiff zu nehmen, weil der hat jetzt im Friedhof gleich auch noch einen Effekt. Und dann können wir die Urkrone specialen, der dann wiederum auch seinen Effekt triggert. Wenn er halt normal oder spezial beschworen wird, dürfen wir uns wieder eine Zeitdiebkarte von unserem Deck auf die Hand nehmen. Und da wir die Konterkarte schon haben, dort würde ich euch jetzt empfehlen, Flyback zu nehmen. Da wir halt die Zurückdrehung schon haben, also die Konterkarte, sollte das eigentlich mehr oder weniger das beste Target jetzt sein hier für die Urkrone. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Thema, und zwar die Master Rule. Wenn wir jetzt in der Master Rule 5 sein, und da sage ich euch ganz ehrlich, ist das Deck um einiges besser, weil wir könnten jetzt Lünettenschiff, indem wir halt ein Material von unserem Wiederholer abhängen, specialen, mit den beiden halt in die Perpetua gehen. Und da wir nichts verlinken müssen, geht das natürlich. Und das Ganze wäre um einiges stärker, Leute, also wirklich um einiges. Leider können wir das jetzt nicht machen. Ihr wolltet sehen, dass, also solange die Master Rule 5 noch nicht da ist, wollt ihr, dass wir das so machen, halt, ja, wie in der Master Rule 4. Von daher werde ich das Lünettenschiff jetzt erstmal im Friedhof lassen. Es würde nichts bringen, ihn zu specialen. Wir haben zwar Monster mehr, könnten zum Beispiel eine Linkbeschwörung machen, aber wir haben hier auf jeden Fall nochmal Zurückdrehung. Die braucht halt unseren Exis-Monster, von daher werde ich das jetzt einfach mal so liegen lassen, beziehungsweise natürlich die Karten hier noch setten. Einmal Flyback, einmal Call by the Grave und einmal Zurückdrehung. Das wären insgesamt halt erstmal zwei Negates gegen halt Friedhofseffekte quasi. Und hier natürlich noch Zurückdrehung gegen Zauber- und Fallenkarten. Die hängt sich dann nochmal in den Wiederholer ran, wodurch der Wiederholer sich erstmal halt verbannen kann. Der kann natürlich in das Embay-Phase nochmal die oberste Karte des Decks des Gegners halt an sich ranhängen. Im besten Fall eine Zauberkarte, weil dann haben wir alle drei möglichen Kartentypen quasi an ihn dranhängen, für alle seine Effekte, um seinen Effekt quasi komplett auszureizen. Des Weiteren haben wir hier noch Flyback, indem wir zum Beispiel die Inbetriebnahme an ihn ranhängen von unserem Deck, was natürlich auch noch möglich ist, um halt noch eine Karte zu ziehen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall das Feld, wie gesagt, zwei Negates. Und wäre es Master Rule 5, Entschuldigung, könnten wir in unserer Runde natürlich noch die beiden überlagern. Ich zeige das jetzt einfach mal, weil dann hätten wir nämlich noch Perpetua liegen, Leute. Und die kann natürlich in das Zembay-Phase erst einmal uns halt ein Zeitdieb-Monster vom Friedhof wiederholen. Ist jetzt hier in dem Fall nicht möglich, da wir kein Zeitdieb-Monster haben. Und des Weiteren können wir mit ihrem Schnelleffekt eine Zeitdieb-Karte an einen unserer Exis-Monster, also hier in dem Fall an den Wiederholer, ranhängen. Ist quasi genauso wie Flyback, wenn man das so sagen kann. Quasi genau der gleiche Effekt. Aber somit haben wir definitiv ein besseres Feld. Und das Lünettenschiff hier in dem Fall wird sich nicht mal mehr verbannen, weil es halt als Exis-Material verwendet wurde. Wenn wir es halt abhängen, geht es halt auf den Friedhof. Ist auf jeden Fall auch cool. Und somit haben wir, wäre es die Master Rule 5, noch ein besseres Feld. Und das wollte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen. Wenn ihr Lust habt, können wir das natürlich auch so machen, dass ich immer zwei Testhände so mache, wie in der momentanigen Master Rule, also der Master Rule 4. Und dann nochmal eine dritte Testhand, wie jetzt zum Beispiel, dass wir das Ganze halt in Master Rule 5 machen. Weil so haben wir hier mit den Zeitdieben um einiges mehr Möglichkeiten, weil wir sie halt nicht verlinken müssen. Und das ist meiner Meinung nach um einiges besser. Ich denke, dass das Deck jetzt nicht Meta machen wird, wegen der Master Rule. Kann man natürlich auch noch anders sehen, weil man sie halt mit Orcus kombinieren kann. Und Potenzial hat diese Deckmischung oder der Themenmix definitiv, keine Frage. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das war es jetzt auf jeden Fall hier zu den Testhänden von den Zeitdieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt nochmal im Outro.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit diesem Testhand-Video die Zeitdiebe etwas näher bringen konnte und wie bereits in der letzten Testhand erwähnt, wird dieses Deck definitiv mit der Master Rule 5 um einiges besser werden, hat mehr Potenzial, da sie ihre Xyz-Monster mehr spammen können und da man das Ganze halt dann nicht verlinken muss, ist das auf jeden Fall um einiges einfacher. Und schreibt eure Meinung zum Thema von den Zeitdieben gerne in die Kommentare. Ich denke mal, die haben schon größeres Potenzial, wenn sie noch mehr Support bekommen. Finde die Mechanik auch sehr interessant, halt mit gegnerischen Karten halt zu arbeiten, indem man sich halt das an die Xyz-Monster ranhängt und dann somit noch ja, mehr oder weniger andere Effekte bekommt. Finde ich ziemlich cool. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne einen aktiven Daumen nach oben da. Wenn ihr sagt, das Video hat euch nicht weitergeholfen, aus welchem Grund auch immer, könnt ihr natürlich auch ein Dislike da lassen. Bitte aber auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen!